Also ich werde das ganz oft gefragt, ne, warum engagiere ich mich eigentlich für Flüchtlinge? Ich engagiere mich überhaupt nicht für Flüchtlinge. Ich engagiere mich für Gerechtigkeit. Also für ein Land, in dem ich lebe und in dem ich möchte, dass es Grundrechte für alle gibt. Mit Menschenrechten spielt man nicht. Das scheint selbstverständlich. Dass unsere Regierung aber genau das tut, darauf macht Dorothea mit den anderen Aktivistinnen der Initiative Familienleben für alle aufmerksam. Seit Anfang August dürfen einige wenige Flüchtlinge aus Kriegsgebieten ihre Familien nach Deutschland holen. 1000 pro Monat aus humanitären Gründen. Wer kommen darf, entscheidet das Bundesverwaltungsamt. Aber worauf die Entscheidung basiert, das weiß niemand so genau. Die Kriterien sind unklar, sind überhaupt nicht klar. Also zum Beispiel humanitäre Fälle, das ist ein großes Wort. Es wird von dem Beamten abhängen. Und Grundrechte dürfen nicht vom Quoten abhängen. Das ist falsch. Und wir machen die Initiative, damit wir zeigen, dass das falsch ist. Mohammed weiß, wovon er spricht. Er ist aus einer Diktatur geflohen. Seine Frau ist noch in Syrien. Sie darf nicht nachkommen. Zusätzlich zu Demos und Aktionen haben Mohammed und die anderen an alle Bundestagsabgeordneten der Regierungsfraktionen Briefe geschrieben. Gerade mal einer hat geantwortet. Das überrascht Bruno nicht. Sie denken, wenn sie Rassist sind, dann kann der Flug stoppen. Nein, stimmt nicht. Sie sollen ihre falsche Idee in die armen Länder ändern, dass Leute dort bleiben können. Fluchtursachen zu bekämpfen, anstatt Grundrechte abzuschaffen. Dafür steht Familienleben für alle. Der harte Kern besteht aus 5 Leuten, ein winziges Grüppchen. Aber es geht um das große Ganze, um ein Menschenrecht. Und dafür werben sie unermüdlich gegen allen Frust. Ich denke nicht, dass wir was ändern können. Und wir erwarten auch keine Verbesserung. Wir wissen, das wird immer schlimmer. Und wir geben nie auf. Ne? Für mich persönlich ist die wichtigste Reaktion die, die wir von Betroffenen bekommen. Also das liegt mir einfach total am Herzen, dass sie sehen, sie sind nicht alleine mit ihrer Wut, mit ihrer Verzweiflung, mit ihrem Ärger, mit ihrem Zorn. Die guten Menschen sind eigentlich mehr als die schlechten Menschen, aber die schlechten Menschen sind nur lauter und gefährlicher. Und wir werden also den Menschen zeigen, dass der Salat bunt ist.